Women Hit Harder, Leute, die zweite Staffel beginnt und ich bin sehr froh und glücklich, euch sagen zu können, dass Dustin Stolzfuß, unser deutscher UFC-Kämpfer, mein erster Gast der zweiten Staffel ist. Dustin, schön, dass du da bist. Schön, hier zu sein. Auch wenn wir uns leider nicht persönlich sehen, was wir unbedingt nachholen, wenn es mal wieder möglich ist, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn wir uns dann mal treffen, so persönlich. Auf jeden Fall, du bist ja jetzt... Ja, im Juli ist es soweit, du machst deinen zweiten UFC-Kampf und alle Welt ist sozusagen heiß auf diesen Fight gegen Rodolfo Vieira. Würdest du sagen, dass du jetzt deinem Ziel immer ein Stück näher kommst? Ja, ich habe eigentlich keinen konkreten Ziel, den ich nennen könnte in der UFC. Es ist einfach ein Selbstentwicklungsprozess für mich. Ich will mir beweisen, dass ich alles machen kann und meine Potenzial dann verwirklichen. Also von daher ist es nicht, als ob, keine Ahnung, ich habe irgendeinen Rekord im Kopf oder so, ich muss diesen Titel und diesen Gegner dann besiegen. Ist für mich eine persönliche Entwicklung und so. Ja, also von daher. Aber es ist auf jeden Fall richtig gut, wieder gesund zu sein, wieder auf dem richtigen Sport zu sein und auch so einen starken und bekannten Gegner wie Rodolfo zu haben. Also das ist dann ziemlich geil. Es macht auf jeden Fall Bock. Absolut. Viele kennen dich ja, weil du hast ja hierzulande sehr, sehr viele Titel, die erkämpfen können. Und dann hast du ja über die Contender Series geschafft, quasi dir deinen UFC-Vertrag zu sichern. Das war damals die Contender Final Series war schon echt krass. Da hat sich der Gegner beim Abstützen sehr verletzt, ne? Ellbogen war luxiert, ne? Oder gebrochen? Beides. Oh Gott. Ja, also es war schon beides. Echt. Willst du noch mal ganz kurz mit uns den Kampf Revue passieren lassen? Ein Contender Series Kampf? Ja. Mein Gegner war der Joe Pfeiffer aus Philadelphia und ich wusste, dass er ein guter, explosiver Boxer ist und auch relativ gut im Ring ist. Also meine Strategie für den Kampf war, ein bisschen so ruhig zu bleiben, Muay Thai-Haltung und einfach reagieren. Also jedes Mal, dass er nach vorne gekommen ist, dann diese Low-Calf-Kicks, also Fußtritte auf die Wade, dann durchzusetzen, ihn ein bisschen langsamer zu machen. Und dann wusste ich, dass irgendwann, dass das ihm gar nicht gefallen würde und dass er auf den Takedown gehen würde. Und dann dort war ich mir ziemlich sicher, dass ich irgendetwas holen konnte. Und genau so ist es gelaufen. Erste Runde lief mehr oder weniger nach Plan. Und dann, wie erwartet, irgendwann, als Stand-Up dann doch ein bisschen unangenehm geworden ist, ist er instinktiv auf den Boden gegangen, hat einen richtig schönen Takedown gemacht. Konnte aber auf dem Boden nichts ansetzen von Ground and Pound. Und dann bin ich auf den Beinhebel gegangen. Er ist gut reagiert und hat sich weggedreht. Und ich habe die Chance benutzt, um hochzukommen, in den Bodylock zu kommen, dann ihn zu heben und zu werfen. Und er hat blödeweise sich mit ausgestreckten Armen dann abgestützt und ja, dann ist kaputt gegangen. Das für die Anfänger oder Leute, die nie Bodenkampf im Ring gemacht haben, man stützt sich nie mit ausgestreckten Armen ab. Ist keine gute Idee. Ja, absolut. Jedenfalls, aber ihr wart ja mega freundlich und Sportmanship miteinander. Und es war großartig. Jedenfalls hast du dadurch ja dein UFC-Ticket gesichert und hast leider Gottes... ich sag mal so, dein UFC-Debüt ein bisschen, also es ist anders gelaufen als geplant. Du bist auch kurz vorher natürlich leider Gottes erkrankt an Corona und es hat dich ganz schön, es hat dir ganz schön Kraft gezerrt. Willst du dazu gerne nochmal was sagen? Genau, also dann hätte ich Mitte November kämpfen sollen gegen Kyle Dawkins, auch aus Philadelphia, komischerweise so auch in der Ecke, wo ich herkomme. Ja, eigentlich ein richtig guter Kampf für mich gewesen. Der ist ganz okay im Boxen und aber relativ gut auf dem Boden, aber nicht unbedingt besser als ich. Und dann dachte ich auch so, ja, im Stand kann ich mit Boxer ziemlich gut umgehen, mit meinem Muay Thai, Low Kicks wieder durchsetzen und
Ich weiß, dass ich schlage viel, viel härter als er und dann irgendwann fange ich ihn entweder im Stand oder wie bei Pfeiffer, es geht dann irgendwann auf den Boden und da fühle ich mich eigentlich ziemlich wohl. Aber genau, wie du gesagt hast, ich habe dann 8 Wochen davor oder so Corona bekommen, habe 3 Wochen Quarantäne gehabt und dann wurde der Kampf 2 Wochen verschoben. Das heißt, ich hatte dann, also 5 Wochen, bevor ich hätte kämpfen sollen. Dann wurde der Kampf verschoben und dann am Ende meiner Quarantäne hatte ich dann 5 Wochen, um mich vorzubereiten. Was wirklich nicht viel ist für so ein Debüt. Ja, und aber es wäre okay gewesen, wäre ich gesund, weil ich bin immer auf einem guten Fitnessniveau und kann mich normalerweise innerhalb 3 Wochen oder so in Kampfform kommen. Und also das ist für mich gar nicht so schlimm. Ich hatte nicht besonders viel. Ich laufe mit 90 Kilo rum und von daher, also ich kann mich ziemlich schnell anpassen, und mich bereit machen für den Kampf. Dann dachte ich mir, okay, es ist alles gut, er ist eh nicht so der Monster, so von Physik her, wird alles gehen. Ich habe mich richtig scheiße gefühlt am Anfang der Vorbereitung. Dachte mir, ja, klar, du bist 3 Wochen auf der Couch gesessen. Klar fühlst du dich ein bisschen träge. Und dann der Übergang dann bis zu der zweiten Hälfte der Vorbereitung. Habe ich mich auch richtig scheiße gefühlt und dachte mir, ach klar, ist am Ende deine Vorbereitung, du trainierst 2 bis 3 Mal am Tag, natürlich bist du müde. Und dachte mir, okay, dann die Woche vor dem Kampf ist eh Pause, dann erhole ich mich von meiner Übermüdigkeit und dann ist alles gut. Leider ist dann das dann nicht der Fall gewesen. Der Immunsystem fährt oft runter, wenn man eine Pause vom Sport macht. Und genau das ist bei mir passiert. Ich bin dann zu ruhig geblieben in der Woche und es ist dann schlimmer geworden, diese Nachfolgen von Corona. Und dann, ja, bin in den Kampf gegangen, habe mich ein bisschen träge gefühlt, aber das passiert manchmal am Anfang, vor allem wenn man noch ein bisschen nervös ist. Habe nicht besonders viel daran gedacht und dann kamen wir innerhalb vielleicht 1 Minute, 1,5 Minuten schon in die erste Clinch-Situation. Und in dem Moment habe ich gemerkt, mein Körper macht nicht mit. Also ich bin normalerweise ziemlich stark in der Clinch und im Ring und ich habe versucht, ihn ein bisschen zu drücken und ich habe gemerkt, dass ich hatte keine Kraft in der Situation. Und dann ist das schon, ja, und dann sich anzupassen in der Situation, überhaupt etwas zu machen, wenn eigentlich das, was normalerweise deine Stärke ist, komplett weggenommen wird. Und das, was dein Plan war, Druck zu machen, ihn festzuhalten, am Käfig zu arbeiten, dass du das gar nicht mehr machen kannst. Und das war dann ziemlich schwer, auch mental. Aber Ich habe den Kampf gesehen, ja. ich erinnere mich daran. Und jeder, der dich ja, kennt und deinen Kampfstil kennt, ich meine, wir haben ja selber schon auf denselben Bühnen gekämpft, der weiß, dass du eine Maschine bist, buchstäblich. Und dann bist du wirklich, in dem Kampf hat sich deine komplette Gesichtsfarbe geändert, so fast so ein bisschen bläulich. Ja, man hat richtig, was ist denn mit das denn los? Das ist ja verrückt, das kennt man nicht, ja. Und Ja. natürlich, wenn man dann erfährt, dass du, wie du gesagt hast, einen Nährstoffmangel hattest und so weiter, dann. Also wenn man das rückwirkend dann sozusagen erfährt, ne, was der Körper da so durchmacht, gerade an der Leistungsspitze, wo die Gegner sich körperlich ja einfach ähneln auch und dieselben ja, körperlichen Stärken vorweisen können, ja. Ich kann mir vorstellen, dass es mental, vor allen Dingen, wie du sagtest, nicht leicht war. Ja, nach der ersten Runde konnte ich kaum aufstehen. Das war schon heftig. Und dann hinzusetzen, 1 Minute Pause zu haben und dann wieder von dieser Hocke dann aufzustehen, meinen Gegner nochmal anzugucken und sagen, okay, du hast noch 10 Minuten vor dir. Das war nicht leicht, aber ja, You survived es gibt nur einen Weg, es ist nach vorne. Und dann habe ich trotzdem versucht, mein Bestes zu machen. Deswegen bin ich ja meiner Meinung nach ziemlich dämlich auf Leglocks runtergetaucht, weil in Clinch konnte ich gar nichts machen, aber ich hatte diese kleinen Erfolge mit den Beinhebeeinstiege und dachte ich mir, okay, komm, wenn du
im Clinch gar nichts machen kannst, dann einfach runter auf die Beine und hoffen, dass etwas sitzt. Hatte ein paar Momente, wo es relativ nah war, aber ja, gegen einen Schwarzgurt auf dem Boden, dann so etwas hinzubekommen, vor allem wenn man körperlich unterlegen ist, ist dann nicht so leicht. Man muss dazu sagen, du bist ja im Jiu-Jitsu, also im Brazilian Jiu-Jitsu, ein Purple-Belt, richtig? Ja, also BJJ Purple, Lute Livre Braun, ja. Genau. Du, lass uns doch mal ganz kurz zu deinem Akzent kommen. Viele, die dich vielleicht jetzt nicht können und nicht kennen und eingeschaltet haben, fragen sich, was hat denn der für einen Akzent? Das klingt ja amerikanisch. Und tatsächlich, du kommst aus Lancaster in den USA. Jedenfalls, du bist eigentlich Amerikaner, aber hast deutsche Sprache studiert, richtig? Genau, also ich habe Germanistik studiert an der Uni und dann habe ich mein Masterstudium in Übersetzen gemacht, Deutsch-Englisch. Das heißt, wenn du nicht gerade kämpfst, dann verdienst du auch damit dein Geld als ja. Translator. Ja. Das heißt, das ist eigentlich, bist du Profi mit Translator-Skills. Ja, ja. Ja, das, wie gesagt, da ist meine Ausbildung gewesen und ja, so kämpfen ist schon mir ein bisschen wichtiger, aber immer, wenn ich Zeit habe und Aufträge bekomme, dann mache ich das ein bisschen nebenbei. Und du hast dich ja bewusst entschieden, in Deutschland zu bleiben. Hast du eigentlich vor, in nächster Zukunft oder naher Zukunft wieder in die USA zu ziehen? Gerade nicht. Also ich hätte prinzipiell nichts dagegen, aber mein Netzwerk und Freundeskreis und mein Leben ist hier in Deutschland aufgebaut. Also mein gesamtes 18. Leben ist hier in Deutschland gewesen. Bin mit 21 hierher gekommen und bin seitdem fast durchgehend hier gewesen. Und ja, es würde mir schon ein bisschen schwer fallen oder ziemlich schwer fallen eigentlich, hier dann wegzuziehen. Aber es ist nicht, als ob ich meine Heimat und die USA nicht mag. Also ich hätte auch nichts dagegen, irgendwann wieder dort zu ziehen, wenn das passen würde. Das heißt, du bist jetzt seit 9 Jahren in Deutschland, oder? Ja. Oder 8,5 oder was auch immer, ja. Was würdest du sagen, ist der größte Unterschied zwischen USA und Germany? Ich würde sagen, wahrscheinlich dieses Stereotypische, dass die Amerikaner sehr, sehr freundlich sind und Deutschen eher weniger, so Unbekannten. Grumpy Cats. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, also für mich, das passt eigentlich zum großen Teil. Ich finde, ein Mittelgrund ist immer am besten, dass man höflich und nett bleiben kann, aber nicht immer so, sobald du neben jemanden stehst für ein paar Sekunden, musst du den dann voll anlabern wegen ihrem Leben und Job und was auch immer. Und das nervt dann auch irgendwann. Ja. Und dann so auf der anderen Seite, dann, wenn du mit so einem Deutschen redest, dann in der Regel sind sie auch etwas ehrlicher, was auch manchmal unnötig ist. Also manchmal muss man nicht immer seine Meinung sagen. Aber in den USA ist es oft so ein sehr freundliches Gesicht und dann sobald du wegläufst, dann lästern sie über dich. Und das finde ich auch nicht so cool. Also es gibt auf jeden Fall so Vor- und Nachteile von beiden Aspekten, aber es ist auch mal schön, dann wieder dort zu sein und du siehst dann wildfremden Leuten und sie gehen freundlich mit dir um, nicht einfach so, ja, guten Tag. Also, und dann so richtig grimmig und dann, keine Ahnung, das muss nicht immer so sein. Ja, ich erinnere mich, ich hatte auch mal so eine Situation, da fragte mich dann jemand so, how are you? Und ich wollte gerade ausholen und erzählen und dann drehte sich die Person um und ging und ich so, ja, hallo. Und dann habe ich erstmal gecheckt, dass es wie so eine Floskel ist, ne? Wie, ja, how are you doing? So. Na, will ich eigentlich gar nicht wissen, aber. Ja, sag einfach nur, hey. Oh Mann. Ja. Ich möchte unbedingt noch mal kurz so ein bisschen zu deinen Body-Sachen. Also du bist ja im Middleweight. Mhm. Du bist 5'11", also das bedeutet, du bist 1,80 ungefähr und du wiegst ungefähr, wenn du kämpfst, oh, ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, aber 84? Genau, 84 ist so. Fightweight und 90 normales Weight. Genau. Und 5'11 ist ein bisschen veraltet. Ich bin mittlerweile schon so 6 Foot. Also bist du gewachsen, Dustin? Ein bisschen.
Aber das ist, diese 5-11 war von so ewig her, so von der Schule oder so. Und Ach das, so. aber ja, so schon 1,83 oder so. Also auch nicht riesig oder so für die Gewichtsklasse, aber nicht der kleinste. Mensch, und ja, verrückt, jetzt bist, also wenn man dein Record betrachtet, ne, du hast jetzt in den letzten Jahren ein beachtliches 13-2. Das ist ja schon ein ganz schönes Brett. Und auf dem Papier sieht Rodolfo Vieira, also dein Gegner, ein bisschen anders aus. Ich glaube, der hat eine 7-1 oder 7-2, wenn mich nicht alles täuscht. 7,1, glaube ich. Oder 7-1. Der ist natürlich aber auch ein ganz schönes Kraftpaket. Gut, bist du auch, aber da habt ihr tatsächlich, glaube ich, ein bisschen Größenunterschied. Ich meine, ich habe ein Foto mit mir und mit Rodolfo, da ist er so. Geht mir bis hier, glaube ich, oder so. Oder bis ungefähr. Also dann wird er so Ja, eigentlich also. unbesiegt sein. Ja, also, ich, also im Vergleich zu meinen letzten zwei Gegnern, ich glaube, ich bin diesmal der größere, längere. Wo ich habe lange Arme, also auch, obwohl meine letzten zwei Gegner größer waren, hatten wir so dieselbe Reichweite gehabt. Und dieses Mal ist es dann, dass ich tatsächlich dann größer bin, was auch mal schön ist. Reichweitenvorteile und körperliche Ja. Vorteile. Ey, sehr gut. Ja. So, dann würde ich sagen, kommen wir mal zur Rubrik 15 schnelle Fragen. Okay. Bist du bereit? Bereit. Dustin, Kaffee oder Tee? Tee. Haus oder Wohnung? Haus. Fahrrad oder Auto? Maitag, Fahrrad. Bahn oder Flugzeug? Flugzeug. Damit komme ich Weiß nach Hause. oder Zug? Ja, das stimmt. Ja. Mit dem Zug jetzt, glaube ich, gar nicht. Nee, kannst du das Boot nehmen? Ein Jetski. Jetski. Mit einem sehr, sehr großen so Benzintank dazu. Ja. Ja. Weiß oder schwarz? Schwarz, sagen wir. Halb leer oder halb voll? Oh, es kommt auf die Flüssigkeit an. Halb Was voll. wäre dann die Flüssigkeit, wo es halb leer ist? Ja, weiß ich auch nicht, aber ja, also ich, also die Frage ist eher so Optimist oder Pessimist und ich würde mich eher in der Mitte schätzen, aber vielleicht ein bisschen mehr Also ich Richtung muss sagen, wenn ich Optimist. jetzt hier so mein Glas betrachte, ja, das ist jetzt Kaffee mit Milch. Und ich würde sagen, das Glas ist leider halb leer. Ja, würde ich auch sagen, weil es ein bisschen weniger als halb voll ist, glaube ich. Genau. Gehst du lieber in eine Bar oder bist du lieber zu Hause? Ah, zu Hause. Bist du eher so der Typ Sneakers oder Anzugsschuhe? Sneakers. Job oder Familie? Ja, die Familie kann man nur wirklich mit dem Job unterstützen, aber Familie, sage ich. Wasser, würdest du lieber still oder mit Sprudel? Still. Isst du lieber Wassereis oder Milcheis? Milcheis. Amerikaner, natürlich. Ja, natürlich. Dairy. Oh, Dairy, genau, mit, die haben noch so Leckeres mit Marshmallows. Ich bin kein großer Marshmallow-Fan, aber die stecken Marshmallows in allem. Und alles stimmt. Ja. Joggen oder Radeln? Radfahren. Sommer- oder Winterurlaub? Da kommt es auch darauf an. Also ich bin eher ein Sommermensch, aber ich liebe Wintersport. Ja. Ja, deswegen kann ich es nicht entscheiden. Da. Also wenn es viel Schnee ist, dann Winter. Wenn nicht, dann Sommer. Würdest du lieber 30 Mal Achterbahn fahren oder ins Oktagon steigen? Man bekommt etwas mehr Geld für den Achtergrund steigen, also das eher. Würdest du für 1 Million Euro 10 deiner Lebensjahre nehmen lassen? Ja oder nein? Es kommt darauf an, wie viel ich noch übrig habe. aber wahrscheinlich nicht. Oder wie der körperliche Zustand nach den ganzen Kämpfen ist. Ich hoffe nicht. Okay, dann waren das die 15 schnellen Fragen. Jetzt machen wir weiter mit den langsamen Fragen. Okay. Mit welchen drei Worten oder beziehungsweise Attributen würdest du dich selbst beschreiben? Boah, weiß ich auch nicht. Drei Wörter. Hm.
Also ich würde sagen, selbstbewusst, ehrgeizig, zielstrebig. So für dich oder für mich? Also wenn ich dich einschätzen müsste. Ich glaube, das würde auch ganz gut passen. Ausgeglichen würde auch wahrscheinlich gut passen. So in allen Bereichen meines Lebens, also auch in meinen Interessen. Ich mag so ein ganz breites Spektrum von Sachen, sei das so Sport, Natur, Kunst, Musik, interessiere mich für echt viele Sachen. Ja, weiß ich auch nicht. Aber ist das so Ziel strebe ich auf falsch? jeden Fall. Also ich Ja. brauche Ziele in meinem Leben. Sonst so auch, so, sei es die langfristige Ziele oder kurzfristige Ziele. Wenn ich morgens aufwache, dann brauche ich so, das sind die Schritte, die ich dann nehme, sonst fühle ich mich ein bisschen verloren. So, Ziel strebe ich und ja, vielleicht etwas wie loyal oder etwas. Ich finde es interessant, auch den Kontrast, ne, dass du sagst, du bist da ganz breit aufgestellt, dass du auch Kultur, Kunst, Natur magst, aber dann trotzdem dieses knallharte Brett. Ich habe das ja selber oft gehört und dann MMA. Ja. Aber es ist halt so. Ich weiß auch nicht. Es ist halt eine Sucht, die ja, die auch einfach zeigt, wie divers wir sind, was wir so für ein breites Spektrum an Interessen und Vorlieben haben. Aber das ist eben der Grund, warum ich MMA mag. Es ist so ein breites Spektrum von Sachen, die man machen kann. Also, ich habe auch andere Kampfsporten gemacht, aber es ist immer so, ich fand sie immer ein bisschen zu fokussiert auf eins oder das andere Aspekt. Und MMA ist halt so viel interessanter irgendwie. Also deine erste Sportart war ja Lucha Libre, ne? Erste Sportart allgemein oder Kampfsportart? Du kannst gern beides sagen, interessiert mich beides. Allererste Sportart wäre Baseball gewesen. Das habe ich von 5 bis 13 oder so gespielt. Erste Kampfsportart war Ringen. Das habe ich auch so 3 Jahre in der Grundschule gehabt. Und dann eigentlich Tang Soo Do, also das, was Chuck Norris gemacht habe, war. Also mit 15 habe ich damit angefangen und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, diese Kampfsportsache, das mache ich jetzt. Ja. Ist ja interessant. Also, ich meine, guck mal, du bist ja auch als Amerikaner, ist dir ja ganze MMA und UFC natürlich viel früher auch ein Begriff gewesen, ne? Als es hier noch gar nicht, also als es hier sozusagen noch illegal war, habt ihr da drüben schon MMA zelebriert und auch trainiert. Das heißt, ihr habt ja schon auch zeitlich einen ganz schönen Versatz gehabt. Also, kein Wunder, dass wir in Deutschland uns jetzt hier erst so langsam dahin entwickeln, ne? Ja, aber ich muss auch sagen, da wo ich herkomme, Lancaster, Pennsylvania, da ist es, als ich aufgewachsen bin, so gut wie gar nicht bekannt. Also in den letzten Jahren ist es schon ein bisschen mehr in Fokus gekommen, aber so, ich habe es zum allerersten Mal mit 19 oder so gesehen. Ach, verrückt. Mit 19. Das ist ja noch gar Yes. nicht so lange her. Ja, so, Also ja, 10 Jahre. ich habe MMA angefangen 2015. Ja, ich habe mein Pro-Debüt gemacht in 2014. Verrückt. Naja, gut, da hast du natürlich echt ein bisschen Vorlauf. Ich war davor ja auch nur im Judo. Für mich gab es ja wirklich nur Judo, ja. Also Ja. interessant war natürlich auch dann der Wechsel, dass ich sagen musste, oh Gott, jetzt muss ich jemanden boxen. Jetzt kann man sich ins Gesicht schlagen. Ich wollte es am Anfang gar nicht so. Aber dann merkst du ja, wenn der andere auch anfängt, ins Gesicht zu schlagen, okay, sie will's oder er will's, dann machen wir es jetzt halt. Ja. So So war ich viel auch für eine lange Zeit. Ich konnte nur schlagen, wenn ich erst ein paar abgekriegt hatte. Aber mittlerweile habe ich nicht so viele Hemmungen. Ja, es ist ja, man entwickelt sich da auch hin, ne? Und irgendwann ist ja das Stand-up-Sparring fast das Schönste. Oder beziehungsweise der Übergang. Ich mag immer so Clinch-Situation, also Boxen, Clinchen und dann an Boden. Das ist so, da bin ich glücklich. Ja, so also ungefähr auch. So, Dustin, du musst den Satz bitte vollenden. Ich liebe. So, ich würde sagen, das, was ich am meisten sagen würde, ist, dass ich Essen liebe. Aber
In der Wirklichkeit, das, was ich am meisten liebe, sind meine Menschen. Sei das meine Familie, meine Freunde, meine Freunde. Es ist so die, die mir gehören, die sind das Wichtigste für mich im Leben. Sehr schön. Dann nächster Satz, ich hasse. So, in den letzten Tagen ist das wieder ein Thema gewesen, den Geruch von Zigaretten. Das hasse ich. Wieso war das ein Thema? Weil da im Gebäude, wo ich wohne, unten, da raucht irgendjemand in so einer Firmentoilette und manchmal riecht unser Treppenhaus so ein bisschen nach Zigarette. Oh. Und einfach, also nicht mal stark, aber ich komme nach Hause und ich rieche das in dem Treppenhaus und ich werde so gleich aggressiv. Ich hasse das einfach. Ja, ist auch wirklich nicht schön. Dustin, was war dein größter Fehlkauf? Fehlkauf. Ich bin ziemlich sparsam mit Geld. Das heißt, also, wenn ich etwas kaufen will, verschiebe ich das erstmal ein paar Wochen, bevor ich das überhaupt mache. Also, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich jemals einen richtigen Fehlkauf hatte, weil ich so lange darüber überlege, bevor ich überhaupt etwas kaufe. Und woher kommt es, dass du so lange überlegst, bevor du was kaufst? Wahrscheinlich erstmal meine Familie. Meine Familie ist sehr sparsam. Ich komme von diesem Mennoniten-Hintergrund, wo Bescheidenheit, Sparsamkeit und alles sehr, sehr so wichtig ist in der Kultur. Und wir hatten auch nicht besonders viel Geld, als ich ein Kind war, bis die Firma meiner Familie dann irgendwann Erfolg hatte. Aber irgendwie haben wir diese Sparsamkeit dann immer so ein bisschen beibehalten. Und dann durch meine viele Jahre Studium, ja, also vor allem hier in Deutschland, ich durfte nur, also nicht mehr als 450 im Monat verdienen und ich musste dann davon leben irgendwie. Und dann lernt man schon ziemlich sparsam zu sein. Und so, Ich erinnere mich, ich hatte dasselbe Thema auch in meinem Studium. Fürchterlich war das. ja. Man dachte immer, Mann, ey, wofür macht man das eigentlich alles, dass man hier so jetzt so sparsam sein muss, ja? Ja. Aber letztlich glaube ich, dass es wirklich nicht verkehrt war, so gar nicht, sondern sich immer wieder auch die Dinge bewusst zu machen, wie schön es eigentlich ist und wie gut es einem geht Ja, wie wenig man eigentlich braucht. und wie wenig man eigentlich wirklich braucht, ja? Ja. Ich muss sagen, dass sich, glaube ich, mein Kaufverhalten in Zeiten von Corona ein bisschen verändert hat. Es ist wie so eine Bedürfnisbefriedigung. Man geht in den Supermarkt beispielsweise und ich gucke jetzt überall Sachen, an denen ich früher vorbeigelaufen wäre. Die gucke ich jetzt an und denke mir so, boah, ich hab echt, das ist echt übel. Es wird Zeit, dass man, weißt du, und dann will ich immer irgendwie einen Baumarkt oder so. Und ich habe dann gar keine Lust auf diesen, also ich mache ja die Tests, aber dann muss man sich die ja bestätigen lassen. Ich habe da auf diesen Firlefanz gar keine Lust. Dann überlege ich mir das 10-mal, ob ich das jetzt machen muss. Ja, aber ich versuche so mittlerweile ein bisschen weniger, um so um jedes Cent zu kämpfen, weil ich habe jetzt endlich ein bisschen Geld auf mein Konto. Aber so andererseits ist es auch ein bisschen positiv, weil dann kaufe ich wirklich nur das, was man braucht. Aber beim Essen jetzt würde ich denken, dass du dir schon auch das gute Zeug holst, oder? Bei Essen gebe ich mehr aus, weil, wie gesagt, also Essen ist, ich liebe Essen. Also meine Freundin sagt auch immer, so sobald ich Essen in der Hand habe, dann strahle Auch ich rein. einmal. Ja, nee, ist ja auch, du bist, was du isst, ne? Und wenn du dir irgendwie irgendeinen Quatsch reinziehst, dann hast du davon nichts. Also lieber was Gutes. Ja, aber Quatsch mag ich auch. Also ich ernähre mich hauptsächlich gesund, aber Ich dachte, du so. sagst, ich ernähre mich hauptsächlich von Quatsch. Nee, hauptsächlich gesund. Ich mag auch gesundes Essen. Ich koche gerne, also ich esse gern Gemüse und ja, aber so ein Süßgepäck oder etwas liebe ich auch. Wenigstens ehrlich. Es gibt ja Leute, die sagen, nein, esse ich gar nicht. Und hinten. Dann heimlich so Ja, ganz. genau. Was war, ich weiß nicht, es ist eine schwere Frage, ich weiß, aber was war dein schönster Moment ever? Aber das weiß ich auch nicht. Ich hätte gedacht, du sagst, als es hieß, dass du jetzt in der UFC kämpfst.
Nee, nee. Also das war schön, schon ein richtig schönes Moment. Aber wenn ich das vergleiche mit, so wie gesagt, also mir sind die Menschen in meinem Leben viel wichtiger als so meine Arbeit und das, was ich mache. Und wenn ich das vergleiche mit so Zeit mit meiner Familie oder wo ich irgendwo schön ist in der Natur unterwegs sein mit meinen Geliebten, dann im Endeffekt bin ich glücklicher in den Momenten, als wenn ich meine, diese Euphorie-Gefühl, was man hat nach einem Sieg oder sowas, ist schon was ganz, ganz anders. Aber so richtig Glück, das habe ich dann eher so mit meinen wichtigsten Menschen. Sehr interessant. Ich mag diese Tiefgründigkeit, Dustin. Man denkt immer so, weißt du, man denkt ja oft, und das ist so, die Kämpfer werden so pauschalisiert in so eine Kiste geschoben. Ja, sind die Kampfmaschinen. Ja, aber wenn man wirklich mal hintergeht und guckt, wer sind die Menschen, dann sind das oft ganz emotionale, empathische, liebevolle Menschen, ist mir so Ja, aufgefallen. Ich finde ganz, also ganz viele Familienmenschen, ja. dieses Klischee, in dem wir uns manchmal befinden, oder das Framing, was dem wir unterzogen werden, es ist einfach nicht fair und einfach nicht richtig. Ja, es gibt so diese große, so einfach dumme Sportler und Genau. dann noch dummer Schläger, die MMA machen. Ja, ey, lass uns mal darüber sprechen. Ist dir auch aufgefallen scheinbar? Aber ich finde es echt übel und eigentlich ist es schon fast ein bisschen hetzerisch. Ja. Ja, aber es ist halt dieses, ja, also die Fremden, also das, was man nicht kennt, dann wird verabscheut. Also klar, es gibt dann richtig komische, aggressive Typen, die voll tätowiert sind, die MMA machen. Und bei denen sieht man auch, dass sie MMA machen, oder dass sie mal MMA trainiert haben, weil sie die große so Tap-Out-Shirts oder UFC was auch immer haben oder gefälschte UFC-Sachen haben. Ja, und dann assoziiert man solche Leute mit dem Sport. Ja. Und ja, es gibt genug Asozialen bei MMA. Also das werde ich auch nicht komplett absagen. Aber ich weiß nicht, ob es mehr ist als anderen Sportarten oder nicht. Also ich würde eher tippen auf nicht. Also wie viele Hooligans und komische Leute, die Fußball machen. Das ist Ja, auch hast ziemlich arg. Ich habe mal das Lustigste, was ich je gehört habe. Da hat mir einer erklärt, er wollte quasi mithalten mit dem Kampfsport. Er sagt so: Ja, ich trainiere auch UFC. Und er hat es voll ernst gemeint. Ja. Und da weißt du schon Bescheid. Es sind auch die, die Ja. dann, wenn Stress ist, so machen. Ja, genau. Wo ist das Genau. denn hier? Genau. Ja. Ich trainiere UFC. Ja, genau, ich trainiere. Sag mal, aber wenn ich dich jetzt so sprechen höre, dann ist ja dein größter Traum wirklich gar nicht der UFC-Titel. Wo siehst du dich denn selber so in der Zukunft? Was wirst du machen nach dem Also wie Sport? gesagt, ich will alles abräumen, was ich kann in der UFC. Also es ist nicht, als ob ich nicht Richtung Titel strebe. Also das ist schon die Richtung, wo ich hingehe. Also, aber im Endeffekt, ich weiß, meine Zeit in diesem Sport ist begrenzt. Ich will einfach so viel wie möglich, so viel von meinem Potenzial wie möglich erreichen und dann die Erfahrung nehmen und das dann zurückgeben. So irgendwann meine eigene Schule aufbauen und dieses Wissen, diese Erfahrung dann benutzen, um anderen Leuten stärker zu machen. Sehr schön. Was würde uns als Zuhörer bzw. Zuschauer an dir überraschen, was man vielleicht noch nicht weiß? Ich weiß nicht, weil ich kann sehr schlecht einschätzen, wie viel Interesse Leute tatsächlich an meinem Leben haben. Ich weiß nicht, ich bin so einer, der sich nicht wirklich für andere Menschen interessiert, die ich nicht kenne. Deswegen kann ich das auch selber ziemlich schlecht einschätzen. Oder sowas wie ein verborgenes Talent oder so? Leider ist es nicht besonders viel ausgeübt in der letzten Zeit, aber ich habe seit klein auf immer so ein großes Interesse an Kunst gehabt. Zu dem Punkt, wo ich, als ich noch in der Schule war,
so in der Highschool. Da war irgendein Kunst, ich weiß nicht genau, wie man das nennen konnte, aber so Ausstellung für Schüler in meiner ganzen Region. Und ich habe 2 Werke abgegeben und ich habe dafür 3 Auszeichnungen bekommen. Also ja, und es ist, also ich bin nicht unbedingt so der beste Künstler oder etwas, aber es ist auf jeden Fall etwas, was in meinem Leben immer eine große Interesse war, sei das hauptsächlich so 3D-Kunst, also Sachen wie so mit Metall arbeiten, so Schmuck machen in dem Sinne und töpfern. Ja, oh, getöpfert habe ich auch mega gerne. Das ist cool, ich glaube, ja. Ich habe unzählige Schalen und Tassen und Teller gemacht. Ja. Ja, macht wirklich Spaß. Es ist auch so eine Art Stressbewältigung, glaube ich, was ich damals nicht wusste, aber jetzt rückwirkend, wenn man jetzt töpfert oder genauso wie zeichnet, dann bei der Kopf so schön sich ablenken kann. Ja, ja, und das ist was, was ich ja in den letzten Jahren oder so mich ein bisschen mehr auseinandergesetzt hat, ist digitales Zeichnen. Bin nicht besonders gut, ich habe keine so Kurse oder irgendwelche, ja, ich habe es nicht offiziell gelernt irgendwo, aber ich spiele immer so ein bisschen damit und da ist ganz lustig auch. Dann du, ich weiß es noch. Das war doch letztes Jahr, als wir bei Schok und Schill waren mit der Black-Kampagne. Da ja. Hast du doch diese Rush-Guards bekommen, die du quasi designt hast. Ja. Und ich war so, wie, du hast die designt? Und du so, ja, ja. Habe ich am Computer gemacht. Und ich war völlig baff. Ich dachte, das hätte irgendein krasser Grafiker gemacht. Aber was hast du gemacht? Ja, also beziehungsweise diese eine Rush-Guard, den ich meinem Kumpel gegeben hat, hat diese riesige Wildschwein drauf. Das hat meine Freundin gezeichnet. Sie kann etwas besser zeichnen als ich. Aber ich habe diese schwarz-weiß Zeichnung genommen und dann weiter bearbeitet und dann alles rundherum dann gemacht. Also mit ihr macht es echt Spaß, so ein bisschen zusammenzuarbeiten, weil da, wo meine Defizit ist, also ich bin nicht besonders gut im Zeichnen und diese 2D-Bearbeitungsprozess, aber ich kenne mich ein bisschen besser aus, so in der digitalen Welt noch. Und dann können wir uns ganz gut ergänzen. Vielleicht solltet ihr mal zusammen ein Kinderbuch rausbringen oder so. Ich würde es voll spannend finden. Ich glaube, sie hätte in der Tat Interesse daran. Also, das wäre doch mega. Vielleicht wirklich so eine kleine Dustin-Geschichte. Der kleine Dustin. Und dann würde der große UFC-Weltmeister oder so. Ja. Ja, sowas in der Art. So. Jetzt kommen wir nochmal zu einer anderen Rubrik. Und zwar, das sind 30 Fragen. Und du kannst dir davon 10 aussuchen. Also es nummeriert natürlich 1 bis 30. Okay. Und du sagst jetzt quasi einfach eine Zahl und ich lese dir die Frage vor. Ich sage einfach irgendeine Zahl. Ja. Dann fangen wir mit 27 an. Wenn du jetzt einfach den Standort / Land / Kontinent wechseln würdest und alles bliebe gleich, wohin wäre das? Alles bliebe gleich. Ich glaube aktuell so mein Lieblingsfleck auf der Erde ist wahrscheinlich Oberbayern. Ich liebe Oberbayern. Ja, also nicht unbedingt wegen Menschen da, weil ich kenne nur ein paar Leute da, aber von der Landschaft her und alles ist einfach märchenhaft. Es ist richtig, richtig schön. Da fühle ich mich auch richtig wohl, so gleich an den Bergen. Ich wohne jetzt gerade im Rheintal und das gefällt mir eigentlich nicht so sehr, dass es so flach ist. Ich brauche Hügel und Berge. Oberbayern ist ja verrückt. Ich hätte ja gedacht, jetzt sagst du irgendwie so, weiß ich nicht, Rio oder so, wo das Wetter immer mega ist und du auch Berge hast und Meer und alles Mögliche. Ja, aber dann kein, so Oberbayern ist auch relativ, relativ schön im Sommer und dann im Winter hat man dann richtig Schnee. Und das stimmt. Und du Schnee und Wintersport mag ich auch. Ja. So, dann nächste Zahl. 13. Nummer 13. Wenn es ein Buch gäbe, in dem steht, wie die Geschichte der Menschheit enden wird, du aber gleichzeitig erfahren würdest, wann und wo du stirbst, würdest du es lesen? Hm. Das ist
Eine gemeine Frage, ne? Ja, ich würde wahrscheinlich lesen. Also, ja, wahrscheinlich. Ich glaube, ich würde es auch lesen. Und dann würde ich die ganze Zeit mal so... Ich bin zu neugierig. Also ich würde nicht damit leben können, dass ich das wissen könnte und nicht... Weiß. Ja, nicht weiß, ja. Acht Fragen hast du noch. Okay, dann eins. Oh Gott. Warst du in deinem Leben jemals richtig betrunken? Einmal vielleicht. Ich weiß nicht, was für dich dann richtig betrunken ist, aber ich habe relativ spät mit Trinken angefangen. Ich war ein braves Kind in den USA und da darf man nicht trinken, bis man 21 ist. Und kurz vor 21 war ich in Frankreich und da habe ich ein bisschen übertrieben an Tag der Bastille. Und ja. Aber ich glaube, richtig betrunken ist, wenn man merkt, dass man Verlust der Muttersprache hat, beziehungsweise nicht mehr richtig laufen kann und einfach ja, unkoordiniert ist. Das auf jeden Fall. Also ich habe auf jeden Fall gestolpert und ich habe ein paar so Gedächtnislücken von dem Tag. Aber ja, das war ein Fehler von einmal und dann seitdem dann nie wieder. Du bist so ein richtiger Vorzeigemensch, Dustin. Danke. So, dann nächste Zahl. Fünf. Welcher Song animiert dich augenblicklich zum Dancen? Zum Dancen? Gestern, was war das? Beim Training ist ein Lied angekommen und da haben wir so ein bisschen lustig getanzt dazu. Was für ein Lied war das? Backstreet Boys? Es war irgendein 90er, also ich glaube von Backstreet Boys. Wie heißt das Lied nochmal? Backstreet Back, alright. Nein, das war es nicht. Es war weder Backstreet Boys oder NSYNC. Ich habe vergessen, welche sind. Aber es ist irgendein lustiges Lied von denen, von den 90er. Und wir haben uns einfach so lustig getanzt dazu. Weil der eine Kumpel hat mich ein bisschen ausgelacht, dass es in meinem Playlist ist für Training. Und dann so, ja, es ist voll das geile Lied. Und dann kam es wieder an und dann habe ich das voll laut gemacht. Und dann beim Wischen haben wir dann voll getanzt. Apropos, wo wir gerade beim Thema Lied sind, kleiner Exkurs. Ich fand es so mega, dass du bei deinem UFC-Debüt wirklich das Lied genommen hast, über das wir gesprochen haben. Ja. Und billig. Wie hieß es? Ich verkaufe meinen Körper. Ich verkaufe meinen Körper. Ja. Hast du dazu mal Feedback gekriegt oder Resonanz oder so? Ja, also das Ding ist, beim Einlaufen, man hört es nicht so sehr, weil die wollen nicht dafür bezahlen. Deswegen ist es dann ganz leise im Hintergrund. Ach so. Aber ja, die Leute, die das mitbekommen haben, haben das ziemlich gefeiert. Aber in den USA und alles, da kannte kein Schwein dieses Lied und es hat auch dann denen so gar nichts bedeutet. Aber für die Leute, die so in der deutschen MMA-Szene groß geworden sind oder immer noch so rumkämpfen, die verstehen das. Also. Absolut, absolut. Leider. Ja. So, na dann, nächste Frage. Ich glaube, jetzt haben wir ja fünf, ne? Ich habe nicht gezählt. Na dann noch fünf. Dann 21. Würdest du dein Leben nochmal genauso leben? Wahrscheinlich nicht genauso. Ich würde hoffen, dass mit ein bisschen mehr Wissen wäre es ein bisschen schlauer. Aber ich weiß nicht, was ich groß ändern würde. Aber vielleicht einfach ein bisschen weniger Stress manchmal. Ja, absolut. So, vier noch. 29. Welche Rituale hast du am Morgen? Eigentlich gar keine. Ich bin nicht so einer, so mit richtig so abgetaktete Tagesabläufe, aber ich versuche meistens aufzustehen,
mehr einen Tee zu trinken und Yoga zu machen, aber es ist von Tag zu Tag unterschiedlich. Okay. 15. Glaubst du an Liebe auf den ersten Blick? Nee. Also für mich ist Liebe etwas tiefsinniger als nur so aussehen. ich meine, man kann auch eine sehr sympathische Art haben und was auch dazu beifügen kann, dass man so sich verliebt fühlt, so auf den ersten Blick, aber das ist für mich keine Liebe, das ist einfach Interesse. Interessant, ja, finde ich gut. Ja. Okay, die letzten zwei. 4. Welches Wort benutzt du zu häufig? Weiß nicht. Wenn du Englisch sprichst, was ist es dann? Well, yes. Nee, ich bin so einer, der eher ein bisschen langsam redet und einfach Pausen einbaut, statt Sachen wie am oder well, oder sowas zu sagen. Da baue ich einfach Pausen in meinen Sätze ein. Von daher weiß es nicht. Müsste wahrscheinlich eher meine Freundin fragen. Die regt sich über sowas auf manchmal, aber. Fluchst du auch? Also bist du so ein, kannst du dich mal so richtig aufregen oder bist du eher so immer gediegen? Innerlich rege ich mich manchmal auf, aber ich Und fluche dann nicht so. besonders gern. Ja, genau, dann kommt so ein Dampf aus den Ohren raus, aber ansonsten bleibt So mit einem alles wie es Lächeln, ist. du Arsch. Ja. Ja. So, last but not least. 18. Mein schönstes Körperteil. Ja, das weiß ich nicht. So, man sagt, Schönheit ist im Auge des Betrachters und ich fühle mich nicht unbedingt so super, super schön. So, Jetzt haben keine wir deine Ahnung. Freundin fragen, was sie denkt. Das war in der Tat so die allererste Frage, was mein Cousin meine Freundin gestellt hat. Aber er ist so ein bisschen seltsam. Und was hat er gesagt? So, Anastasia, what's your favorite thing about Dustin? Just physical. Allererste Fragen. Also von daher, ich And what did weiß, she answer? ich glaube, sie hat gar nichts gesagt. Das war ihr einfach so ein Sie bisschen war peinlich. so. Oder sie hat gesagt, so Augen oder etwas. So relativ typisch. Oder einfach alles. Ja, alles. Nicht die Ohren, hat sie wahrscheinlich gesagt. Weil sie kriege so langsam Ringe-Ohren. Achso, nicht die Ohren. Part of the game. Ja. Naja. Naja, gut, dann hast du diese Rubrik jedenfalls auch überstanden. Ja, ja, wir sind jetzt dann eigentlich auch schon fast am Ende, aber ich möchte gerne noch von dir wissen, was bedeutet eigentlich für dich, das ist ja der Name des Podcasts, Women Hit Harder, was verstehst du darunter? Also ich würde sagen, dass so für mich bedeutet, dass Frauen oft unterschätzt sind. So ganz wortwörtlich bedeutet das, dass sie härter schlägen als jemand anderen. Und es klingt so ein bisschen so, Frauen schlagen härter als Männer. Also so kommt es ein bisschen rüber. Aber für mich, ich verstehe das eher so als Frauen schlägen härter, als man denkt. Also so unterstützen, nicht unterstellen, nicht unterschätzen. Frauen sind genauso fähig, alles abzureißen wie Männer. Ja, dann danke dir für diese schöne Beantwortung der Frage. Lieber Dustin, möchtest du noch irgendwas sagen? Sonst, also die letzten Worte gehören gern dir, sonst würde ich jetzt hier einen Cut machen. Nee, ich glaube nicht. Ich fühle mich sehr gut ausgefragt. Ja, du Hat hast auf jeden bestimmt Fall viele Löcher im Bauch. Spaß gemacht.
Aber wie du gesagt hast, müssen wir auf jeden Fall nochmal machen, so wenn wir uns persönlich wiedersehen. Dann Das machen wir auch ein Challenge-Format. auf jeden Fall. In diesem Sinne, Dustin Stolzfuß, ich wünsche dir. Ach so, warte, ich habe was vergessen. Ich wollte noch mal das Orakel befragen. Ah, okay. Wie wird die UFC laufen am 17. Juli? 17. Juli gegen Rodolfo. Wenn alles gut läuft, sehr ähnlich wie bei seinem letzten Kampf. Ich würde reingehen, muss die erste Runde auf jeden Fall überstehen. Er ist sehr explosiv, sehr kräftig in der ersten Runde. Distanz halten, gut anboxen. Ich habe auf jeden Fall viel Power in den Fäusten und im Magen, es nicht geschlagen zu werden. Also von daher, wenn ich ihn ein paar Mal treffen kann, ein bisschen einschüchtern. Und dann, wenn ich ihn müde, entweder einfach so ausnocken oder müde kriegen. Und dann, es kann auch durchaus sein, dass ich genau wie seinen letzten Gegner seinen Hals nehme. Er wurde, wie bekannt ist, also müde gemacht und ausgechoked in seinem letzten Kampf. Und wenn sein letzten Gegner das hinbekommen hat, kann ich das auf jeden Fall auch machen, weil meine Chokes und Submission-Angriffe sind noch eine Vielleicht wieder Nummer ein besser. Twister. Genau, gleich Flying Twister. Flying Twister. Ihr habt es hier gehört. Das sind Stolzfuß gegen Rodolfo Vieira. Flying Twister, Runde 2. Und die Kugel sagt, das wird ein krasser, geiler Megakampf und ihr Das werdet beide sowieso. blaue Flecke haben. Ah, hoffentlich nicht. Er schlägt nicht besonders hart und besonders gern. Also wenn ich ohne blaue Flecke rauskomme, dann wäre das perfekt. Aber ich glaube, gegen ihn kann es nicht unbedingt langweilig sein, weil, wie gesagt, er ist so explosiv am Anfang. Und wenn ich ihn müde kriege, dann ja, und in Flow komme, dann ja. Dann wird es auch spannend sein. Also ich gehe nicht einfach rein und versuche ihn auf dem Boden zu halten oder so. Ich Go with würde the ihn im flow. Stand dann wecken. Ja, weghauen. So. Daher. So, ihr Lieben, also ihr habt es gehört, Support des deutschen amerikanischen UFC-Kämpfers Dustin Stolzfuß, 17. Juli. Wir brauchen euren Support unbedingt. Die Folge kommt dann am 19.05. Beziehungsweise, ja genau, 19.05., damit du es nochmal weißt, kommt sie raus. Und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Danke, Dustin Stolzfuß, viel Erfolg, bleibt gesund und